Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Wir starten mit ein paar Minuten Verzögerung. Manchmal hängt die moderne Technik dann doch etwas. Nichtsdestotrotz, unser Thema wird sein, dass wir uns mit den internationalen Kapitalmärkten beschäftigen. Grundsätzlich geht es auch heute wieder darum, uns weniger auf Themen zu fokussieren, die Sie ohnehin in den Medien und in den verschiedenen Schlagzeilen lesen können, sondern Ihnen einige Hintergrundinformationen zu vermitteln, um auch hier Ihre finanziellen Entscheidungen auf ein besseres Fundament zu stellen. Und da soll dann der Mehrwert auch sein. Von der technischen Seite sollte es so sein, dass Sie bereits alle die Startfolie sehen können. Sie sollten mich auch vernünftig hören können, so zumindest hier unsere Testdaten. Wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie das jederzeit über das entsprechende Fenster tun. Und sofern es an der konkreten Stelle Sinn macht, werde ich gerne direkt auf die Frage eingehen. Und sofern es im Verlauf von anderen Grafiken im späteren Ablauf Sinn macht, gehe ich dann auf die Frage ein. Aber das Ziel ist natürlich insgesamt, dass wir auf alle Fragen eingehen, sodass Sie doch einen möglichst großen Mehrwert mitnehmen. Wir haben heute ein relativ buntes Bild von dem Thema Konjunktur über Kapitalmarktentwicklung bis hin zum Thema Handwerklichen. Wie kann ich zum Beispiel einen Investmentfonds in meine Depotstruktur einordnen? Wie sieht es mit dem Thema Risikomanagement aus? Also ein relativ bunter Strauß, aber ich will versuchen, mich doch so kurz zu halten, dass Sie doch noch was vom heutigen Abend auch genießen können und sich nicht nur mit dem Thema Kapitalmärkten beschäftigen müssen. Ja, Sie sind's hier. Was ist heute noch ungefährlich? Der Experte warnt, Kaffeevollautomaten vergiften uns. Also sprich, in dem Beitrag geht es darum, dass man davor warnt, dass eben diese Vollautomaten, die ja doch in Büros gerne genutzt werden, respektive natürlich auch zu Hause, die werden wohl nicht oft genug gereinigt. Dementsprechend setzen sich dann dort auch Bakterien und Ähnliches ab und das kann gesundheitliche Auswirkungen haben und gibt da ein paar interessante Vergleiche auch insgesamt, sodass man sagt, okay, wenn Sie eine Kaffeetasse 2 Tage oder 3 Tage stehen lassen, dann haben Sie mehr Bakterien als auf einer typischen Klobrille, die Sie zu Hause in der Nutzung haben. Also, wie gesagt, relativ interessantes Thema und ich fand die Überschrift hier auch so schön, Kaffeevollautomaten vergiften uns. Also, darum geht es, Thema Risiken, weil auch bei der Geldanlage geht es am Ende des Tages ja darum, dass man kontrollierte Risiken eingeht, weil diese Risiken auch mit sogenannten Risikoprämien behaftet sind. Und diese Risikoprämien, die brauchen wir natürlich heutzutage, da wir ja einfach keinen sicheren Zins mehr haben. Und sofern wir in die Kaufkraft erhalten, respektive steigern wollen, benötigen wir eben diese Risikoprämien. Also, wie gesagt, erwarten Sie von Ihrer Kapitalanlage nicht mehr als von den anderen Dingen des täglichen Lebens. Der strategische Rahmen, auch das nochmal kurz zur Einführung, weil das unseres Erachtens viel, viel wichtiger ist als die Tagesschlagzeilen und ob der DAX jetzt über 10.000 Punkten geschlossen hat oder unter 10.000 Punkte oder ob Goldman Sachs jetzt seine Ölpreisprognose für das zweite Halbjahr 2016 etwas nach oben korrigiert hat, aber für 2017 immer noch von einer Handelsspanne von 45 bis 60 US-Dollar pro Barrel ausgeht. Das ist natürlich auch Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und kann, aber am Ende des Tages gibt es doch andere Problemfelder. Wenn Sie BWL oder Volkswirtschaftslehre studiert haben, dann haben Sie wahrscheinlich mal irgendwann gehört, der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft und sofern dieser Zins zu niedrig ist, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital, sprich die Investoren suchen Ausweichmöglichkeiten, um eben noch einen gewissen Ertrag zu generieren, dann werden eben auch wirtschaftlich unsinnige Projekte gestemmt, dann werden auch Investitionen getätigt, die sich eigentlich nicht rechnen oder wo die Risiken eigentlich nicht angemessen vergütet werden. Und wie gesagt, erstes Semester Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, also soll keiner im Nachhinein sagen, er hätte von nichts gewusst. Schauen wir uns kurz die konkrete Situation an, dann sieht es unseres Erachtens so aus, dass wir durch die niedrigen Zinsen und die Interventionen der Notenbanken, die ja nicht wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer sind, sondern die ja, ich sag's mal so, die abstrakte Gebilde sind, die führen zu einer Knappheit von risikolosen Investitionsmöglichkeiten. Und wenn es zu einer Knappheit kommt, dann haben wir eben steigende Preise und bei Anleihen, die jedoch ein sehr, sehr wichtiges Segment an den internationalen Kapitalmärkten sind, führen eben steigende Preise zu fallenden Renditen und dementsprechend diese risikolosen Investitionsmöglichkeiten, die fehlen eben momentan. Also die Investoren tätigen also
Investitionen und Anlagen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen. Sie lesen häufiger mal, dass Investoren die Risikoleiter hinaufklettern. Das heißt, man verlängert vielleicht die Restlaufzeit von Anleihen. Also dort, wo sie früher vielleicht einen Anleiheindex hatten, wo sie eine Rendite von 4% hatten, bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 4 Jahren haben sie heute eine Rendite von 1,3% bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 8 Jahren. Das heißt, der Index ist immer noch gleich. Der Indexfonds, den sie auf diesen Index erwerben, sieht auch immer noch gleich aus, aber inhaltlich trägt dieses Wertpapier heute ein ganz, ganz anderes Zinsänderungsrisiko als noch vor einigen Jahren. Also teilweise haben wir unbewusste Folgen, teilweise haben wir bewusste Folgen und in diesem Anlagenotstand, wie gesagt, das große Risiko, dass wir hier Investitionen haben, die man bei einem höheren Zinsniveau nicht leisten würde. Und das gilt natürlich nicht nur für den Kapitalmarkt, das gilt auch für andere verwandte Märkte, sei es die Immobilienmärkte, wo man ja auch sich ein bisschen damals an die Aufbruchstimmung in den neuen Bundesländern zurückversetzt fühlte. Damals hieß es ja wohl, naja, die Immobilie ist nicht so wichtig, die Steuersubvention wird schon richten, diese tollen Abschreibungen. Heute heißt es, naja, gut, die Immobilie ist ein bisschen zu teuer, aber die niedrigen Zinsen und die mögliche Inflation oder das Auseinanderfallen der Eurozone, das wird schon richten. Also da versucht man sich auch manches ein bisschen schön zu reden, was vielleicht etwas zu teuer geworden ist. Und wie gesagt, das ist momentan ein großes Risiko, was wir in verschiedenen Vermögensklassen haben. Dann, niemand weiß, wann der Anlagenotstand endet, aber wir haben eine sehr, sehr große Gleichschaltung der Investoren in verschiedensten Bereichen. Sie sehen, dass das im Aktienbereich hat man nach der Finanzkrise tendenziell Unternehmenswerte gesucht, die Unternehmen und Aktien dargestellt haben mit soliden Geschäftsmodellen, mit Geschäftsmodellen, die wenig an der Konjunktur hängen. Also sprich, man hat eher eine Nestle gekauft, weil eben gegessen und getrunken wird immer, als jetzt zum Beispiel einen zyklischen Minenwert, der doch sehr, sehr stark an der konjunkturellen Entwicklung hängt. Und auch die ganzen Produktinnovationen, die wir teilweise im Aktienbereich kommen, viele basieren doch auf diesem Qualitätsthema, dass man sagt, tolle Geschäftsmodelle, wenig Verschuldung und andere Aspekte. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass momentan alle das Gleiche suchen, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihen-, aber eben auch auf der Immobilienseite. Das muss man ganz klar feststellen. Wir haben da eine Gleichschaltung und diese Gleichschaltung, die sorgt natürlich dafür, dass wir momentan relativ wenig Risikostreuung bekommen, also sprich, das Kapital so zu verteilen, dass sie wirklich gegenläufige Effekte haben, dass der Verlust in der einen Vermögensklasse durch Gewinne der anderen Vermögensklasse kompensiert wird. Das ist eine große Herausforderung und dazu kommt auch noch, dass da zum Beispiel Aktien und Anleihen parallel gestiegen sind und haben wir die Thematik, dass die sich nicht mehr so gut ausgleichen können. Und wenn Sie sich da historische Rückrechnungen anschauen oder Modellrechnungen, dann wird das nicht berücksichtigt, weil es einfach in der Vergangenheit lange Zeit eben so war, dass wir einen guten Risikoausgleich bekommen haben. Also das ist ein doch wesentliches Thema, das uns klar sein muss. Also wenn Sie in Ihrem Portfolio hinschauen und alles ist gleichzeitig im Plus, dann ist es zwar erfreulich und war natürlich für die jetzige Zeit dann offensichtlich eine gute Anlageentscheidung. Nach vorne hin gesehen haben Sie da mal ein Problem bei dem Thema Risikostreuung und irgendwann wird mal sich einiges umkehren und mögliche Gründe liefere ich Ihnen natürlich noch im Verlauf des heutigen Webinars. Deswegen die Frage, haben Sie darauf bereits reagiert? Und das wird ein Thema sein. Also wie gesagt, das zum Thema konkrete Anlagen. Sie wissen, das Big Picture, das mache ich wirklich kurz und kompakt. Wir sprechen nicht von der globalen Schuldenkrise, das ist ein sehr abstraktes Phänomen. Wir sprechen von der individuellen Guthabenkrise. Das heißt, ja, Sie bekommen keine Zinsen mehr auf dem Konto. Aber wenn Sie sowieso nichts anzulegen haben, sondern Sie eher eine Baufinanzierung machen, ist es ja eigentlich für Sie kein Problem. Das heißt, man muss immer schauen, wie stark bin ich betroffen. Dann der Anlagenotstand und die gestiegenen Preise haben zu niedrigen Renditen geführt. Das führt zu Problemen bei Kapitalsammelstellen, die zinsorientiert anlegen. Das sind Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke. Sie haben gerade wieder die Schlagzeilen gelesen. Mögliche Schieflage von Pensionskassen in Deutschland. Also das Thema dürfte Sie nicht überraschen, wenn Sie uns schon länger verfolgen. Die ersten Beiträge dazu haben wir im Jahr 2008 geschrieben. Und meines Erachtens sind wir momentan, wenn man es den Zeitstrahl mal vergegenwärtigen, sind wir wahrscheinlich ungefähr irgendwo hier. Das heißt, wir haben die Problematik erkannt. Es gab Bereichsinterventionen und schauen wir mal, wie es weitergeht und irgendwann natürlich demografische Entwicklungen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Also, Sie denken dran.
das sind die Problemfelder, aber ein weiteres Problemfeld meines Erachtens hat auch noch natürlich die ungleiche Vermögensverteilung hier und Sie sehen es hier mal für die USA, habe es nur mal exemplarisch mitgebracht und da sehen Sie einfach, welchen Prozentsatz des gesamten Wohlstandes hält das eine Prozent. Hier, wie gesagt, basiert für die USA und dann mal sehr langfristig seit 1774 und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, nachdem es 1929 richtig gerasselt hat an den Kapitalmärkten, die große Depression, man hat damals auch Minimumlöhne, also Mindestlöhne eingeführt, dann ging das Thema wieder ein bisschen nach unten, also es war die Ungleichheit ging ein bisschen zurück und ja, seit dem Beginn der 80er Jahre sehen wir einfach exemplarisch, dass sich Kapitalvermögen extrem positiv entwickelt hat. Wir hatten massiv fallende Zinsen, die sowohl Aktien als auch Anleihen in ihrer Entwicklung sehr positiv beeinflusst haben. Und jetzt haben wir das Thema technischer Fortschritt. Wir sehen, dass immer weniger Kapital benötigt wird für weniger Fortschritt und wir haben einfach zu viel Sparkapital und jetzt geht es eben nicht nur darum, dass Sie heute investieren können, sondern Sie müssen eben auch gute Investitionsmöglichkeiten haben und da sind Sie natürlich, wenn Sie ein gutes Netzwerk haben, näher dran, als wenn Sie eben, sage ich mal, jetzt hier weniger Bezug zu den Themen haben. Also das ist ein großes Thema. Warum? Weil es Auswirkungen auf die Politik hat und Auswirkungen auf die Politik führen in einer Demokratie natürlich dazu, dass wir entsprechende Auswirkungen auf das Thema Wahlen haben. Die Politik, die jeweilige Regierung möchte wiedergewählt werden. Wir sehen gerade im Vorwahlkampf, sehen wir natürlich häufig Versprechungen, die ökonomisch gesehen vollkommener Unsinn sind, aber letztendlich jeder möchte wiedergewählt werden und ich glaube, das führt dazu, dass wir noch Änderungen haben werden. Ich glaube, wir werden über Änderungen der Abgeltungssteuer diskutieren, dass man die vielleicht abschafft. Wir sehen momentan bei der Erbschaftssteuer für Unternehmen gibt es massive Änderungen, die ja per 30.06. eigentlich in Kraft treten sollen. Sie sehen in vielen anderen Bereichen auch, dass das steuerliche Regime sich doch stark verschlechtert. Und damit meine ich nicht irgendwelche Panama-Gesellschaften, sondern ich meine wirklich das typische unternehmerische Aktivitätslevel ist doch eingeschränkt und auch für den Kapitalanleger, der doch auf jeden Euroertrag angewiesen ist, wird es dadurch nicht unbedingt besser. Also das ist ein wesentlicher Punkt und dementsprechend, Sie kennen das alte Motto, denken Sie es immer zu Ende, die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Deswegen haben wir nicht die globale Schulden, sondern die persönliche Guthabenkrise. Wir können viel über steigende Zinsen philosophieren, wenn die Wirtschaft das effektiv nicht tragen kann, respektive wenn die Staaten sich keine höheren Zinsen leisten können, dann können Sie als Anleger auch keine höheren Renditen erwarten. Und Thema implizite Staatsverschuldung, die nicht ausfinanzierten Rentenverpflichtungen auf der staatlichen Ebene, aber auch eine Pensionsverpflichtung, die auf Unternehmensseite nicht ausfinanziert sind, die werden natürlich in der Zukunft noch schlagend werden. Also Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen und die Stellschrauben häufig und vielfältig erst spät erkennbar. Die wichtigen Fragen also weniger, ob Sie heute Daimler oder Volkswagen kaufen sollten, sondern wie Ihre Gesamtvermögensstruktur zu verstehen ist. Also, wie gesagt, das nochmal zur Einordnung. Schauen wir jetzt die Vermögenspreise an und da sehen wir, dass sich das Jahr so fortgesetzt hat, wie es sich auch im letzten Monat gezeigt hat. Sie sehen hier die stärkste Anlageklasse im Jahr 2016, eben hier Gold. Sie sehen es, ein Aufschlag von rund 20% in US-Dollar gerechnet. Die zweitstärkste Anlageklasse waren hier mal die Rohstoffe. Auch da sehen Sie Aufschlag rund 11%. Und naja, dann was wir sonst eigentlich gerne auch betrachten, europäische Aktien, Abschlag 6,6%. Ja. Und wenn wir uns mal Schwellenländer-Aktien anschauen, beziehungsweise auch globale Aktien, dann sehen Sie hier, okay, das ist jetzt nicht wirklich spektakulär, was wir gesehen haben. Insgesamt, auch das ein wichtiger Punkt meines Erachtens, wenn Sie mal den Aktienmarkt betrachten, auch gerne den DAX, weil er für viele deutsche Anleger auch so das Synonym für den Aktienmarkt ist, wobei der deutsche Aktienmarkt lediglich 3% der globalen Aktienmarktkapitalisierung ausmacht und noch dazu mit 30 Titeln relativ konzentriert ist, plus viele Zykliker, also eigentlich ein sehr schlechter Indikator für den globalen Aktienmarkt ist. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zuletzt Anfang 2015 drauf geschaut und sehen heute drauf, dann sehen Sie, naja, viel ist da nicht passiert. Es ging halt im ersten Quartal 2015 spektakulär nach oben, dann ging es im weiteren Jahresverlauf spektakulär nach unten, aber am Ende des Tages irgendwie so die letzten
anderthalb Jahre, wenn man mal dieses extreme Quartal und die Folgen rausrechnet, ist gar nicht so viel passiert. Und von daher, das glaube ich schon auch ein Punkt, was man momentan deutlich spürt, was wir auch spüren, wenn wir mit Fondsmanagern, mit Vermögensverwaltern oder auch teilweise mit Volkswirten sprechen. Momentan, die meisten sind sich absolut unsicher, wo wir genau stehen, weil sie haben viele gute Argumente für unterschiedliche Szenarien und das zeigt einfach die große Verunsicherung auch, die wir momentan hier an den Kapitalmärkten sehen. Wenn wir uns die Konjunktur und die Inflation anschauen, da wird es schon spannender. Hier sehen Sie die Frühindikatoren von der OECD. Sie sehen es oben in den farbigen Linien. Blau ist die Eurozone, orange ist die USA. Und Sie sehen das, wir hatten einen schönen Aufschwung, letztendlich bis zur Hypotheken- und Finanzkrise. Danach ging das wirklich steil bergab, ist massiv gefallen. Dann hatten wir teilweise eine ordentliche Erholung und ja, seitdem läuft das Ganze so ein bisschen seitwärts. Aber wenn wir leider mal die aktuellen Daten anschauen, dann muss man sagen, die Dynamik sieht leider Gottes anders aus. Und unten haben wir das Ihnen auch nochmal dargestellt, dass man das auch für die einzelnen Monate nochmal sieht. Und da sehen Sie schon, wenn hier die Nulllinie ist und da gehen die Balken eigentlich überwiegend nach unten, dann muss man schon sagen, konjunkturelle Dynamik, wir sind jetzt nicht in der Rezession. Aber wir sind auch nicht in einer Phase, die so aussieht, als ob die Geldpolitik und diese niedrigen Zinsen eine sehr starke Stimulation auslösen würden. Niemand weiß, wie es ohne die niedrigen Zinsen wäre. Auch das wird natürlich gerne mal von den Kritikern verschwiegen. Wir wissen nicht, wie es wäre, wenn wir heute noch einen Zins von 4% hätten. Wir wissen nicht, wie es wäre, wenn Mario Draghi in 2011 nicht gesagt hätte, dass man alles tun wird, um die Eurozone zu retten. Also alles, was notwendig ist. Man weiß es nicht. Vielleicht wären wir in einer Mega-Deflation gelandet. Von daher, was wir heute nur sagen können, konjunkturelle Dynamik leider relativ schwach ausgeprägt. Man sieht es auch hier nochmal bei einem Index, den die Citigroup berechnet, bei dem wirtschaftliche Daten mit den vorherigen Erwartungen verglichen wurden. Auch oben wieder der bisschen längere Zeitvergleich. Und Sie sehen schon hier haben wir die Eurozone in diesem Türkisblau, die USA, das ist dieses Braun hier. Dann haben wir die anderen beiden sind eben noch die Schwellenländer und China. Und da sehen Sie eigentlich auch, die Daten kamen schlechter rein als das, was man zwischenzeitlich erwartet hatte. Und das glaube ich auch so ein großer Punkt. Irgendwie momentan das Ganze so ziemlich mittelmäßig auf der globalen Ebene. Wir sind jetzt weder im großen Boom noch sind wir in der Mega-Rezession, aber wir sind irgendwie in so einem Umfeld, wo es irgendwie zu stagnieren scheint, wo die wirklichen Impulse fehlen. Und auch das sieht man sehr deutlich, wenn man sich die Kreditvergabe anschaut von Banken an den privaten Sektor, was ja doch ein sehr guter Konjunkturindikator ist. Und Sie sehen es hier, das ist ja immer die Veränderung zum Vorjahr. Und Sie sehen die Richtung der Linien für die Eurozone in diesem schicken Pink. Wir haben uns aus dem negativen Bereich nach oben gearbeitet, aber seitdem geht es irgendwie auch mit leichter Tendenz schon wieder runter. Also die Kreditvergabe scheint trotz dieser niedrigen Zinsen, trotz der Intervention der Europäischen Zentralbank nicht so richtig zu funktionieren. Das scheinen noch große strukturelle Themen zu sein. Also die Nullzinsen, die scheinen es offensichtlich nicht zu richten. Und das ist doch ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. China, auch das ein wesentliches Thema. In grün sehen Sie die offiziellen Daten aus China. In orange sehen Sie einen Momentum-Indikator, der verschiedene Faktoren zusammenfasst, wie Kreditvergabe oder auch die Preise für Fracht auf der Schiene und auch den Stromverbrauch. Und da sieht man schon, da haben sie natürlich einen riesen Delta zwischen dem, was an offiziellen Daten reinkommt und dem, was manch andere Daten zu belegen scheinen. Also, dass das Wachstum in China nicht bei 6,7% liegt, ich glaube, darüber sind wir uns einig. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Und auch in China stellt man fest, dass sie immer mehr Kredit benötigen, um immer weniger positiven Effekt auf die Wirtschaft zu haben. Und dementsprechend scheint es auch in China wieder ein Thema zu werden, dass wir uns eher auf eine fiskalpolitische Intervention einstellen können. Also sprich, dass man versuchen wird, hier irgendwie die Wirtschaft durch Nachfrage des Staates eben zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wesentliches Thema, was wir gleich mal behandeln werden. Also für die USA, hier sehen Sie mal den Indikator, der versucht, die Wirtschaftsentwicklung in den USA zeitnah abzugreifen. Hier für die Erwartung für das zweite Quartal berechnet von der
Atlanta Fed sind auch sehr vernünftige Indikatoren, die da eingehen. Und was man ganz klar sagen muss, Sie sehen es an der Überschrift Gefahrenpotenzial. Meines Erachtens ein durchaus wichtiger Punkt, weil man sieht in den USA, könnte man, sind die wirtschaftlichen Daten doch nicht so schlecht, als dass man diese 0,-Zinspolitik fahren müsste. Und wenn man sich das mal zu Ende denkt, dann werden auch die Erwartungen auch wechseln sehr stark zwischen, dass man sagt, nee, nee, die Amerikaner können die Zinsen noch nicht erhöhen. Auch zwischenzu, naja, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und ich glaube, das ist so ein Thema, was wir nicht vernachlässigen sollten. Vor allem da die Inflationserwartung und auch die Kerninflationsrate, also die Inflation in den USA ohne sowas wie zum Beispiel Energie, Nahrungsmittelpreise und Tabak, die ist bei etwas über 2%. Ich glaube, 2,1% kam heute Mittag als Datenpunkt rein. Zielgröße ist ja auch so als Orientierung so die 2%. Man liest immer mal auch wieder, dass etwa man sagt, na gut, wir könnten in den USA vielleicht sogar Lohnsteigerungen sehen, zwar nicht massiv, aber doch ein bisschen. Und das könnte insgesamt zu einer gewissen Inflationsrate führen. Und wenn man dann sieht, okay, die Wirtschaft ist halt mittelmäßig, gleichzeitig sehen wir Inflationspotenzial, also könnten wir als Notenbank vielleicht doch an der Zinsschraube drehen. Und das ist, glaube ich, momentan ein Thema, was am Kapitalmarkt kaum jemand so richtig auf dem Schirm hat, da redet man zwar drüber, aber man positioniert sich nicht dementsprechend. Das ist eben dieses Thema, das wirklich an der Zinsschraube nach oben gedreht werden könnte. Und das sehen wir hier, dass die Inflation sich, das sind aus Inflationsswaps abgeleitete Inflationserwartungen. Und da sehen Sie, okay, sowohl für die Eurozone, da sind wir vom Tief schon wieder weg. Sie sehen es, wie hier angesprochen, für die USA. Da gab es schon eine gewisse Bewegung nach oben. Also Inflation ist wohl nicht ganz tot. Und so ein bisschen erinnert mich das an dieses Bild hier. Da sehen Sie, da ist ein Riesen, was ist das, ein Schatten von einem Wal und obendrauf schwimmt so eine kleine Nussschale von Boot. Und wenn Sie auf dem Boot drauf sitzen, dann denken Sie, hey, wir schauen uns um, nichts zu sehen, alles ruhig, aber unter Ihnen schwimmt so ein großer Wal. Also vielleicht zu offensichtlich, um gesehen zu werden. Also ich denke, das ist doch ein Punkt, den man auf dem Schirm haben sollte. Und Sie erinnern sich an meine Ausführungen zu Beginn. Wir haben da momentan eine sehr starke Gleichschaltung vieler Investoren. Man möchte defensive Geschäftsmodelle bei Aktien, man möchte gewisse Segmente im Anleihebereich, man möchte gewisse Immobilien, weil alle auf die gleichen Daten schauen und alle irgendwo auch die gleichen Markterwartungen haben. Und wenn alle das Gleiche erwarten, dann langt natürlich nur eine gewisse Entwicklung in die andere Richtung, als dass dann auch eine gewisse Panik ausbricht. Und das, glaube ich, ist ein Thema, was man durchaus auf dem Schirm haben sollte. Eben dieses Thema Zinserwartung, vor allem in den USA, respektive auch das Thema Inflationserwartung auf globaler Ebene. Vor allem dann, wenn sich auf der Rohstoffseite vielleicht wirklich was tun sollte und wenn auch China wirklich wieder in die Stimulierungs Systematik verfällt wie in der Finanzkrise, sprich, dass man weiterhin Überkapazitäten aufbaut. Also die neuen Daten aus China zeigen auch, trotz der gefallenen Stahlpreise hat man die Produktionskapazitäten erhöht. Und diese Erhöhung von Produktionskapazität, die ist natürlich kurzfristig positiv, weil natürlich eine Nachfrage kreiert wird in der Volkswirtschaft, aber langfristig schafft man natürlich so viel Angebot, dass man sich fragen muss, ja, wer soll in der Zukunft denn das alles kaufen? Und das würde dann wiederum zu fallenden Preisen führen. Also, Sie sehen, das ist ein schwieriges Thema momentan. Ich glaube, eine große Unsicherheit und man sollte sich auch immer hinterfragen, wo ist der Konsens doch sehr, sehr stark und was wäre, wenn es aus irgendwelchen Gründen in die andere Richtung verlaufen sollte. Deswegen Anleihen mit Inflationsschutz aus unserer Perspektive ein durchaus interessantes Thema. Was Sie hier sehen, das ist abgetragen. Hier oben sehen Sie die Rendite einer klassischen US-Staatsanleihe, 10-jähriger Laufzeit. Hier unten sehen Sie die Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe, gleicher Laufzeit. Und die Differenz ist eben die sogenannte Break-Even-Inflation Rate. Und man kann eigentlich sagen, okay, wenn man sein Anleiheportfolio etwas breiter diversifizieren möchte, dann könnte man über Anleihen mit Inflationsschutz nachdenken.
weil diese Anleihen sich tendenziell anders verhalten als klassische Anleihen und sie dementsprechend einen Beitrag zur Risikostreuung im Portfolio bieten. Auch das grundsätzlich ein wichtiger Punkt. Sie lesen sehr, sehr viele Artikel zum Thema Nullzins und es gibt keine Zinsen mehr. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt keine risikolosen Zinsen mehr. Und es gibt ja auch keinen Rechtsanspruch auf risikolose Zinsen. Wenn Sie sich die Finanzhistorie anschauen, dann gab es eben Phasen mit positiven Realzinsen, also Zinsen oder Phasen, in denen der Zins, den Sie bekommen haben, höher war als die Inflationsrate. Aber es gibt eben auch einige Phasen, da war es nicht so. Und dementsprechend, Sie sehen es hier, dass man beispielhafte, wie ein Anleiheportfolio aussehen kann, was breiter gestreut ist. Und da sehen Sie es eben auch schon, naja gut, ich kann eben in Hochzinsanleihen aus Schwellenländern investieren. Ja, die kann ich eben auch schön Währung sichern. Ich kann in Hochzinsanleihen in den USA investieren. Ich habe inflationsgebundene Anleihen. Also ich kann mich doch im Anleihesegment relativ effizient sehr, sehr breit aufstellen, kann dazu noch überlegen, welche Fremdwährungsrisiken ich nehmen möchte oder auch nicht nehmen möchte und kann die dann eben absichern oder kann die Absicherung eben nicht vornehmen und dann habe ich eben zusätzlich zur klassischen Anleihekomponente noch die Währungskomponente on top. Aber die Message, die Botschaft soll an dieser Seite ganz klar sein. Wir haben zwar keinen risikolosen Zins mehr, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das eigene Geldvermögen risikogestreut anzulegen. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, wenn Sie heute Guthaben bei der Bank haben, dann sind Sie ja ohnehin am Kapitalmarkt investiert, weil sprich, Sie legen Geld bei der Bank an auf Ihr Konto Korrentkonto, auf Ihr Festgeld, auf Ihr Sparbuch. Da liegen, ich glaube, momentan rund 2 Billionen Euro in Deutschland von privaten Haushalten. Die Bank packt einen Teil bei der Europäischen Zentralbank über Nacht, einen anderen Teil gibt sie an Krediten aus und der andere Teil landet eben in sogenannten defensiven Anleihen wie Pfandbriefen oder eben auch Staatsanleihen und auch aus der gesamten Eurozone. Also sie sind ja ohnehin immer am Euro-Anleihmarkt investiert und dementsprechend kann der Ansatz natürlich sein, hier einen größeren Grad an Risikostreuung anzustreben. Kann Ihnen sagen, dass viele Unternehmen, gerade große Unternehmen, das auch momentan tun, dass man einfach aus dem Aspekt der Risikostreuung sagt, naja, wir gehen mit einem Teil unseres Geldes in den US-amerikanischen Anleihemarkt. Da ist das Bankensystem auf jeden Fall stabiler als das, was wir in der Eurozone haben, weil die Eurozone hat ihre Hausaufgaben im Gegensatz zu den USA nach der Finanzkrise nicht gemacht. Also wir haben auch nicht das Thema, dass die USA uns um die Ohren fliegt als rechtliches Gebilde. Also gehen wir in die USA, da sind die Zinsen ein bisschen höher, sichern unser Währungsrisiko ab, bleibt unter dem Renditestrich nicht mehr, nicht weniger übrig als in der Eurozone, aber ich habe auch weniger Risiken und wenn ich für die gleiche Rendite weniger Risiken nehmen muss, dann habe ich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Also das durchaus ein Thema. Aber ich wollte Ihnen mal zeigen, dass Sie im Anleihebereich viele, viele Möglichkeiten haben, Geld breiter zu streuen, als einfach nur hier eine einzelne Anleihe zu kaufen oder ja, Ihr Geld eben auf der Bank hier zu parken. Kommen wir zur Geldpolitik. Und Geldpolitik ist wirklich ziemlich schnell und einfach abgehandelt. Also mein Fazit zur Geldpolitik sieht so aus. Das ganze Ding ist ausgelöffelt. Aus der Anlegerperspektive haben wir die positiven Aspekte wohl mitgenommen. Sprich, die niedrigen Zinsen haben zu einem Anlagenotstand geführt. Der Anlagenotstand hat zu steigenden Preisen geführt. Steigende Preise sehen ganz toll im Portfolio aus für die Vergangenheit. Aber je teurer ein Vermögenswert heute ist, desto niedriger sind die erwarteten Erträge für die Zukunft. Und das zieht sich durch viele Segmente leider Gottes durch. Man könnte auch sagen, momentan alles billig außer Tiernahrung. Und von daher, das glaube ich, ein großer Punkt. Und wenn Sie das jetzt mal im Kontext sehen mit der leider fehlenden wirtschaftlichen Dynamik, die ich Ihnen ja vorhin gezeigt habe, dann werden wir wohl zu dem Schluss kommen, dass wir eine Veränderung sehen werden, dass die Interventionen, glaube ich, in Zukunft weniger von der Geldpolitik kommen, was die Veränderung betrifft, sondern dass wir fiskalpolitische Maßnahmen bekommen, also sprich, dass wir wirklich Konjunkturprogramme sehen werden. Dass wir wahrscheinlich nochmal über das Thema Verschuldung sprechen werden. Das heißt, naja, wenn ihr in Infrastruktur investiert und dazu müsst ihr Kredite aufnehmen, dann rechnen wir diese Kredite nicht in die Staatsverschuldung mit ein. Also solche Themen werden wahrscheinlich kommen. Also sprich, wir werden, glaube ich, einen Wechsel sehen. Nicht mehr so sehr die Geldpolitik im Fahrersitz, sondern eher die Fiskalpolitik. Und dementsprechend, wenn es hier zu einem Wechsel kommt, dann könnte das natürlich auch Auswirkungen auf die verschiedenen Anlageklassen letztendlich haben. Und
ich könnte mir auch ein Szenario durchaus vorstellen, wo wir mal damit konfrontiert sind, dass wir auf der einen Seite steigenden Inflationsraten haben, gerade in den USA. Sie haben es gesehen, wir sind schon wieder bei 2% bei der Kerninflation. Also steigende Inflationsraten. Gleichzeitig sieht man, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, also die Wirtschaft stagniert im besten Fall. Und wenn Sie das zusammennehmen, dann haben Sie ein Szenario von stagnierender Wirtschaft und steigenden Inflationsraten. Das ist eine sogenannte Stagflation. Und das ist wirklich eines der hässlichsten volkswirtschaftlichen Aggregatzustände, die Sie sich vorstellen können. Und das schaut vielleicht am Horizont mal so langsam raus und ich bin mir sicher, dass wir dementsprechend das Thema fiskalpolitische Maßnahmen noch sehen werden, weil man einfach erkennt, dass die Geldpolitik zu großen Verwerfungen führt, dass man feststellt, dass die zinsbasierte Altersvorsorge ohne Zinsen nicht funktioniert, was eine Gedanken- und, wie soll ich sagen, Gehirnleistung, das festzustellen, wenn es keinen Zins gibt, dass dann zinsbasierte Systeme nicht funktionieren. Also Sie sehen schon, in der heutigen Zeit muss man auch mal ein bisschen die Sache mit Ironie betrachten. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird ein großes Thema werden, Fiskalpolitik als zusätzliche oder als weitere Maßnahme hier, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Hoffen wir mal, dass es funktioniert, weil ein konjunktureller Abschwung, ohne dass man jetzt bei der Geldpolitik doch ein bisschen Pulver trocken hat, das ist, glaube ich, sehr schwierig und von daher Fiskalpolitik, das wird meines Erachtens ein Thema werden, was uns bewegen wird. Für Sie als Anleger leider Gottes damit die Herausforderung, wenn wir uns das mal so vorstellen, wo stehen wir da eigentlich? Naja, auf der einen Seite, naja, Sie, wenn wir fallende Preise an den Kapitalmärkten haben, dann können Sie entweder investiert bleiben. Ja, oder wenn Sie investiert bleiben, dann haben Sie das Risiko, höhere Verluste zu erleiden. Das führt leider Gottes zu Schmerzen. Wenn Sie sagen, ach mein Gott, der ganze Kapitalmarktkram ist mir zu viel, ich wechsle in die Kasse, lege mein Geld aufs Konto, dann schlafen Sie zwar ruhiger, das kann ja auch erstmal ein positiver Aspekt sein, aber auf der anderen Seite verpassen Sie natürlich dann die Markterholungen. Und wenn Sie diese Markterholung verpassen, dann verdienen Sie eben nicht die Risikoprämien, die der Kapitalmarkt bietet. Und wir sind ja vorhin zu der Erkenntnis gekommen, dass Risikoprämien einfach jeder Teil oder Teil der Kapitalanlage sind. Und ohne Risikoprämien können Sie in der heutigen Zeit überhaupt keine Geld verdienen. Und die meisten brauchen doch eine gewisse positive Rendite. Und der positive Aspekt, wenn ich eben Markterholung mitnehme, ich kann auch meine Anlageziele erreichen. Und das, meines Erachtens, das ist das große Thema, was wir momentan für Anleger haben. Das heißt, hier entsprechend die passende Vermögensstruktur zu finden, um das hier auch durchzuhalten. Aber wie gesagt, die Herausforderungen sind momentan da. Wir haben einige politische Themen auf der Agenda. Brexit am 23.06., das glaube ich kein Geheimnis mehr. Aber wir haben natürlich auch andere politische Themen auf der Agenda. Wir haben immer noch die Flüchtlingskrise als dauerhafte Herausforderung. Das Thema Klimaflüchtlinge wird mit Sicherheit auch noch eine gewisse Rolle irgendwann spielen. Also da wird es auch darum gehen, wie geht man als Gemeinschaft damit um? Schafft man es überhaupt als Gemeinschaft damit umzugehen? Oder hat das wieder nationalstaatliche Tendenzen, die in der Konsequenz auch zu Lasten der Wirtschaft gehen. Also das doch viele Themen, die die Anleger hier bewegen, die zu einer großen Verunsicherung führen. Und diese Verunsicherung spürt man meines Erachtens auch aktuell dabei, dass Sie auch feststellen, so ein Aktienmarkt, der startet mal im Tagesverlauf recht freundlich, es geht nach oben und dann wird es wieder nach unten abverkauft. Also man kommt nicht so richtig mal weg, weil viele momentan im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, ihr Pulver trocken halten. Aber da gilt natürlich auch, wenn Sie Ihr Pulver die ganze Zeit trocken halten, bis diese Risikoquellen alle versiegt sind, bis Sie dann wieder einsteigen, dann haben Sie die Markterholung verpasst und dann verdienen Sie eben nicht die Risikoprämie, die langfristig da ist. Von daher geht es darum, eine Strategie zu finden, die man eben auch durchhält und nicht versucht, zu opportunistisch auf Schlagzeilen hier zu reagieren. Wie helfen wir Ihnen? Das schieben wir an den Rand. Handwerkliches wichtiges Thema, kommen wir zum Thema Depotstrukturierung. Auch das hatten wir ja mal angekündigt, dass wir das Thema mal mit reinnehmen, da wir da Nachfrage hatten. Der Dirk Müller Premium Aktienfonds hat der Dirk ja vor rund, ich glaube, mittlerweile 12, 13 Monaten mit seinem Team gestartet. Wir haben das mal als Beispiel genommen, da der Fonds relativ prominent ist, auch bei vielen Teilnehmern ja hier in der Kapitalmarktkonferenz oder eben auch bei unseren Kunden.
Dementsprechend ist diesen hier den Fonds in Grün im Verhältnis zu Wettbewerbern, die eben auch in Aktien investieren auf globaler Basis. Da sehen Sie, der Fonds hat sich im Zeitablauf, seit es ihn gibt, besser gehalten als seine Wettbewerber, was vor allem daran lag, dass er in den Abwärtsphasen, das sehen Sie hier, sich doch ein bisschen stabiler gehalten hat als der ein oder andere mögliche Vergleich. Und kann man auf dieser Basis schon einen Fonds beurteilen aus der Anlegersicht? Nein, man muss natürlich auch schauen, okay, mit welchem Marktsegment vergleicht der Fonds sich denn? Und da haben wir ihn auch mal den globalen Aktienfonds, globalen Aktienmarkt mal dargestellt. Und vereinfacht gesprochen ist das Segment des globalen Aktienmarktes hier in Rot, mit dem sich der Dick-Müller-Fonds selbst quasi vergleicht. Man will ja in das Thema Value investieren, also Substanzwert orientiert. Und da sehen Sie, okay, da hat man sich doch bedeutend besser gehalten als hier der harte Fokus auf dieses Thema Substanzorientierung. Also das sieht da soweit vernünftig aus. Aber viel wichtiger für Sie als Anleger noch dazu ist auch, wie passt so ein Fonds denn in meinen Portfolio-Kontext? Also sprich, liefert der Fonds mir ein gewisses Maß an Risikostreuung oder füge ich einfach eine Position im Portfolio hinzu, habe aber keinen wirklichen Mehrwert, weil er sich doch ähnlich verhält wie alles andere. Und das schaut man sich dann unter anderem in so einer Korrelationsmatrix an und vereinfacht gesprochen, je geringer diese Korrelation, desto besser ist es unter dem Aspekt der Diversifikation. Und da sehen Sie mal, wie sich sowas verhält und wie man sowas letztendlich auch betrachten kann. Aber im Detail auch hier nochmal, Sie sehen, es gibt viele Kennzahlen, die man sich da anschauen kann. Und was Sie hier links sehen, das sind jetzt mal Screenshots bei uns aus den Systemen, damit Sie auch mal sehen, wie wir sowas machen. Und da sehen Sie hier, okay, blau. Das ist quasi der Markt, mit dem man sich vergleicht, das Thema Substanzwert, Aktien auf globaler Ebene. Und dann schaut man einfach hier die relative Veränderung an. Also sprich, er hat sich der Tendenz ja immer besser entwickelt. Dann hier sieht man nochmal den im rechten Chart mal die Entwicklung in der Tendenz. Und da sehen Sie auch die große Stärke, die der Fonds ausgespielt hat, war, dass man in Abwärtsphasen sich bedeutend stabil gehalten hat, was man auch erwarten würde, da eine gewisse Absicherungsstrategie gefahren wird, da auch Cash zu einem gewissen Teil gerade am Anfang des Portfolioaufbaus eine Rolle gespielt hat. Und dementsprechend im Portfolio-Kontext würden wir auch für die Zukunft erwarten, dass der Fonds sich in einem Abschwung stabiler hält als eben der Vergleichsmaßstab. Aber dass man auch sagen muss, in einem Aufschwung, das sehen Sie hier in der Phase, wo der Aktienmarkt dann ein gutes Stück nach oben geht, ja, dass der Fonds hier eben auch nicht so stark nach oben geht, sondern auch der Anstieg nur geringer ist. Also, worum geht es hierbei? Natürlich im Gesamtkontext überhaupt zu beurteilen, ist ein Investment, bringt es einen Mehrwert in meiner Gesamtvermögensstruktur? Ja, also sprich die Vermögensklasse, macht die Sinn oder macht die keinen Sinn, dann werden diese Charakteristika ohnehin schon durch etwas anderes abgebildet, ja oder nein, und dann auch das Verständnis zu haben für verschiedene Aktienmarktentwicklungen, wie verhält sich denn, wie wird der Fonds sich denn wahrscheinlich verhalten in Phasen von einem Abschwung, in Phasen von einem Aufschwung, um einfach indikativ zu verstehen, wenn der Aktienmarkt steigt oder fällt. Welche Erwartungen kann ich denn haben? Und das, meines Erachtens, auch ein wichtiger Punkt, den wir heute nicht vergessen sollten. Wir können immer sehr, sehr viel darüber philosophieren, ob die Inflation steigt oder nicht. Kann sie steigen? Kann sie weiter fallen? Wie wirken sich steigende Löhne aus? Was ist mit fallenden Rohstoffpreisen? Da können Sie viel, viel Zeit dafür verwenden, darüber zu diskutieren und zu philosophieren. Am Ende des Tages wissen Sie es nicht. Das heißt, es ist nur eine Meinung. Und egal wie gut diese Meinung begründet sein mag, es ist immer noch eine Meinung. Viel wichtiger für Sie als Anleger ist die Frage, wenn es zu einer steigenden Inflationsrate kommt, wo trifft es mich? Wie sieht meine Vermögensstruktur aus? Welche Teile meiner Vermögensstruktur werden unter einer steigenden Inflation leiden? Welche Teile haben die Möglichkeit, von einer steigenden Inflation zu profitieren? Die Frage muss man sich stellen. Gleiches gilt auch für Rückgänge am Aktienmarkt. Es geht nicht darum, dass Sie sich ewig Gedanken darüber machen, warum der Aktienmarkt fallen könnte oder nicht. Unsere Meinung ist, kurzfristig das Potenzial für den Aktienmarkt eher gering. Aber wenn die politischen Themen mal raus sind, die nächsten 2, 3 Monate, wenn man feststellt, dass auf der fiskalpolitischen Ebene gerade auch in China mehr passieren wird, dann wird da ein positives Sentiment reinkommen und dann haben Sie entsprechend auch mal wieder eine sehr schön positive Bewegung nach oben. Aber auch das ist nur eine Meinung. Deswegen auch für den Aktienmarkt gilt, ich muss mir immer die Frage stellen, mit wie viel Prozent meines Vermögens partizipiere ich denn, wenn der Aktienmarkt steigt? Und das wirklich auch zu verstehen. Und Sie sehen es an diesen Darstellungen ja auch.
Nur weil Sie eine Aktie im Portfolio haben oder einen Aktienfonds, heißt das nicht, dass das 1:1 mit dem Markt nach oben oder nach unten geht. Also sprich, wenn Sie ein Portfolio haben aus reinen Aktienindexfonds, dann werden Sie 1:1 mit dem Markt steigen, 1:1 mit dem Markt fallen. Haben Sie ein Portfolio, wo noch Fonds enthalten sind, die selbst Risikomanagement machen, die wie am Beispiel vom Dirk Müllers Fonds hier ein aktives Risikomanagement als fixen Teil der Anlagestrategie implementiert haben, dann sieht es schon anders aus. Dann muss man sich ein bisschen stärker mit beschäftigen, um auch zu verstehen, wie viel Euros sind eigentlich effektiv in Bewegung, wenn der Aktienmarkt steigt oder fällt, damit man auch da einfach sich solide aufstellt. Also das ist das wesentliche Thema, was wir momentan hier am Markt haben. Und deswegen kommen wir noch kurz zum Abschluss. Sie sehen schon, da habe ich falsch sortiert. Wie helfen wir Ihnen? Klar, ich glaube, das ist ein wesentliches Thema, was wir häufig feststellen. Es gibt überhaupt keine Definition der Ziele. Also sprich, im Vergleich zur Urlaubsplanung, Sie sollten halt schon wissen, ob Sie an die Berge wollen oder doch eher ans Meer. Weil nur dann können Sie auch Ihre Anlagestrategie ja überhaupt mal messbar machen. Weil Sie müssen ja auch schauen, ist meine Anlagestrategie dazu geeignet, meine Ziele zu erreichen oder nicht. Und wenn Sie zum Beispiel heute sagen, ich möchte einen Inflationsschutz haben und Sie haben alles auf dem Konto liegen, dann muss man sagen, nee, Inflationsschutz werden Sie damit nicht erzielen, weil das Kontoguthaben wird nicht von steigenden Inflationsraten profitieren. Oder wenn Sie eben sagen, ich will die nächsten 20 Jahre Kapital zur Altersvorsorge aufbauen und Sie haben 90% Ihres Geldes in Anleihen mit einer Renditeerwartung von vielleicht von 1%, dann muss man auch sagen, das wird dann schwierig werden, weil wenn 90% Ihres Kapitals nur 1% bringen vor Steuern und Inflation, dann reden wir nicht über Vermögensaufbau, sondern im besten Falle von Geldtausch. Also das muss mal definiert werden und vor allem auch der Unterschied, gerade in diesen Zeiten, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage. Die BWLer sagen gerne, der Siedepunkt der Liquidität ist der Gefrierpunkt der Rentabilität. Also sprich, wenn ich zu viel Cash halte, dann habe ich die Problematik, dass zu wenig Geld in sinnvollen Investitionen steckt und diese Investitionen fehlen mir dann einfach, um hier die Risikoprämien zu verdienen. Wichtig auch zu überlegen, welche Rendite brauche ich, um meine Ziele zu erreichen, und je älter Sie sind, die Differenzierung zwischen laufendem Ertrag und Gewinn, weil wenn Sie keine aktiven Erwerbseinkünfte mehr haben, dann brauchen Sie ja eben laufende Erträge und es macht einen erheblichen Unterschied, ob Sie noch erwerbstätig sind oder ob Sie nicht mehr erwerbstätig sind, weil das eine sind durchschnittliche Renditen über einen gewissen Zeitraum, das andere ist harter Cashflow, den Sie jeden Monat benötigen, um Ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Da muss man differenzieren und vor allem auch Abgleich dann der notwendigen Renditen mit dem Kapitalmarktumfeld und plausiblen Zukunftsannahmen. Auch das sei an der Stelle gesagt, die Renditen, die wir im Zinsbereich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben, sind mathematisch nicht wiederholbar. Das heißt, da sieht es für die Zukunft einfach bedeutend schwieriger aus. Gleichzeitig muss man auch ganz klar festhalten, dass auch für Aktien gilt, je höher Sie etwas einkaufen von der Bewertung, desto niedriger sind die erwarteten Erträge für die Zukunft. Also auch hier gilt es, sich damit zu beschäftigen, wie sind die Bewertungen am Aktienmarkt, und tendenziell sind die Bewertungen heute natürlich höher als zum Beispiel Ende 2008. Also müssen die Zukunftserwartungen auch so aussehen, dass die erwarteten Erträge niedriger sind. Und das führt zum Beispiel dazu, dass man seine Aktienquote nicht auf einen Schlag aufbauen würde, sondern sukzessive über den Zeitablauf, um dann hier eben auch immer dann zu kaufen, wenn die Erträge auch mal etwas höher sind. Abgleich mit der finanziellen Risikobereitschaft. Das kann man auf wissenschaftlicher Basis tun. Den Fragebogen stellen wir Ihnen online-basierte zur Verfügung. Ist nicht von uns, ist von dem führenden Institut auf dieser Basis, auf globaler Ebene, ein Haus aus Australien. Und dann muss man eben das alles mal zusammenfassen, muss sich fragen, welche Vermögensklassen brauche ich, welche Instrumente machen Sinn. Und das kann man dann so zusammenfassen, dass man seine Anlagestrategie eben nach der Art und Weise herleitet und das dann schriftlich zusammenfasst. Und klar, dann geht es darum, wie setze ich das am besten um? Kosteneffizient, mal macht es Sinn, für aktives Management Geld zu bezahlen, mal macht es Sinn, das eher über passive Produkte zu tun, wenn man weiß, was mit den Produkten verbunden ist. Und dann die Frage, wo setze ich das um? Alles in Deutschland, vielleicht auch eine Lagerstelle in der Schweiz mit entsprechender sauberer Aufbereitung der steuerlichen Daten, vielleicht auch andere steuerliche Varianten, um hier verschiedenen Aspekten Rechnung zu tragen. Also da haben Sie ein gewisses Repertoire. Und das sollte man natürlich regelmäßig auch noch hier auch abgleichen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe viel geredet und kommen wir nun zu den Fragen. Wir sehen hier momentan noch überhaupt keine Fragen. Von daher an der Stelle,
jetzt ein guter Punkt, wenn Sie sagen, okay, möchte jetzt mal Fragen stellen, ob jetzt konkret zu den vorgestellten Themen oder auch zu verwandten Punkten, dann macht das natürlich an dieser Stelle Sinn. Ansonsten ist es natürlich auch diesmal wieder so, dass Sie im Nachgange die relevanten Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, respektive auch nochmal eine Aufzeichnung der heutigen Online-Konferenz wird natürlich noch zur Verfügung gestellt werden. Okay, hier eine Frage. Sind Goldminen noch ein Kauf oder Gewinne mitnehmen? Also Goldminen, auch ja eine Anlageklasse, die typischerweise mit einem Hebel auf die Entwicklung von Gold reagiert. Je nach Zeitraum, den Sie betrachten, ist der Hebel unterschiedlich groß. Teilweise haben wir auch Marktphasen gesehen, in denen Gold noch gestiegen ist, also physisches Gold, aber Goldminen zum Beispiel gefallen sind. Also sprich, nicht in jedem Zeitraum können Sie Gold durch Goldminen ersetzen. Und nach dem Einbruch des Goldpreises, ich glaube ja von rund 1900 auf 1100 Eppes oder wo wir knapp waren als US-Dollar-Preis, da sind natürlich die Minen auch massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich glaube rund 70% Verluste hatten wir da in der Spitze und jetzt von diesem Tief, was wir bei den Goldminen gesehen haben, mittlerweile, ich glaube, eine Erholung von rund 100%. Aber auch hier, Sie denken an in 100 und auf 100 Rechnung, wenn Sie von 100 70% verlieren, bleiben Ihnen 30 übrig. Wenn diese 30% sich dann verdoppeln, dann sind Sie bei 60. Und wenn Sie mit 100 angefangen haben, fehlt Ihnen natürlich immer noch einiges von den 60 auf die 100. Deswegen, Goldminen war eine extrem ausverkaufte Anlageklasse. Jetzt sieht man, dass die veränderten Investitionsgegebenheiten plus natürlich auch der Faktor, dass natürlich die Anlageklasse bei vielen Investoren auf der Todesliste stand, war das ganze Thema unterrepräsentiert und bekommt momentan so eine gewisse Renaissance hier letztendlich. Und von daher Edelmetallaktien oder Goldminenaktien aus unserer Perspektive immer noch ein Teil der Anlagestrategie im jetzigen Umfeld. Aber man sollte es, so machen wir es in der Praxis, in der Vermögensstruktur hälftig zu Aktien, hälftig zu Gold auch einordnen, also sprich sich klar machen, dass die Entwicklung eben nicht nur vom Goldpreis abhängt, sondern eben auch von der Aktienmarktentwicklung. Das heißt, wir sagen hier momentan, ich würde nicht auf einen Schlag in dieses Segment hineingehen, weil es ja auch sehr, sehr stark schwankt. Meines Erachtens ein schöner Markt, der eigentlich dazu geeignet ist, auch mit einem Sparplan zu agieren. Und Sparplan meine ich jetzt nicht nur 25 Euro im Monat, sondern Sparplan in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich möchte eine gewisse Struktur haben, in der Goldminenaktien eine Rolle spielen. Goldminenaktien sind neben physischem Edelmetall in Form von Gold und Silber, vielleicht ein bisschen im direkten Zugriff, vielleicht ein bisschen im Zollfreilager in der Schweiz bei Silber, um die Mehrwertsteuerthematik für die Lagerung zu umgehen. Und da sind auch Goldminen spielen eben eine gewisse Rolle. Und wenn die Quote, die ich da haben möchte, strategisch, die würde ich auch sukzessive aufbauen, eben über 3 oder 4 Tranchen, um da nicht das Risiko zu haben, dass wir vom Timing daneben liegt, weil klar, Sie sehen es momentan auch, die Goldminenaktien, der Chart geht ja wie so eine Fahnenstange nach oben. Und das ist tendenziell natürlich nicht immer die beste Gelegenheit, eine Vermögensklasse zu kaufen. Deswegen in Abhängigkeit des Horizonts und der eigenen Struktur kann man natürlich momentan mal überlegen, mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Und dann vielleicht sogar sukzessive wieder die Position wieder neu aufzubauen. Könnten Sie mal näher auf Ihre Multi-Aktiv-Strategie eingehen? Multi-Aktiv-Strategie, was ist die Multi-Aktiv-Strategie? Sekunde mal, das war jetzt nicht Teil hier, aber das bekommen wir doch vielleicht hier nochmal hin. Also Multi-Aktiv-Strategie, was ist das? Sie haben ja eben gesehen, dass Risikostreuung eine relativ große Herausforderung ist, weil stellen Sie sich jetzt die Vermögensstruktur vor. Sie haben eben ein bisschen in Immobilien investiert, Sie haben Aktien, Sie haben Anleihen und Sie haben Edelmetall. Dann haben Sie zwar eine sehr schön breit gestreute Vermögensstruktur, stellen Sie so einen Excel-Kuchen vor, den Sie selbst malen, dann haben Sie eben so ein bisschen was mit Immobilien, ein bisschen was mit Aktien, ein bisschen Anleihen, ein bisschen Edelmetall. Das ist schön bunt und schön bunt suggeriert ja auf den ersten Schlag immer, dass das Risiko breit gestreut ist. Das Problem ist jetzt, dass durch den am Anfang skizzierten Anlagenotstand ja viele Vermögensklassen gemeinsam gestiegen sind. Das heißt, wir haben das Risiko, dass alle Vermögens- oder dass die Preise von vielen verschiedenen Vermögensklassen parallel nach oben verschoben worden sind durch diese sehr niedrigen Zinsen und durch den skizzierten Anlagenotstand. Das heißt, wenn wir die Thematik haben sollten, dass es zu einem Schock kommt, bei dem alles wieder parallel nach unten geschoben wird, dann haben Sie zwar auf dem Papier eine gewisse Risikostreuung, aber
Das bringt Ihnen natürlich nichts, wenn alle Anlageklassen sich in die gleiche Richtung bewegen. Deswegen haben wir auch das Thema Anlageansätze ausgewählt, die eben nicht nur an steigenden Märkten profitieren können, sondern die auch an fallenden Märkten eine gewisse Stabilität zeigen können. Das ist jetzt mal beispielhaft, aber das zeigt das Grundprinzip sehr schön. Was Sie hier sehen, ist hier, das ist der entwicklungsglobale Aktienmarkt, das ist in dunkelblau, also sehr, sehr schön positiv. Wir haben einen schönen Anstieg, klar, mit den Schmerzen zwischendrin. Und hier haben Sie die Entwicklung einer sogenannten Absolute Return Strategie, die versucht, verschiedene Strategien zu nutzen, um ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Und was Sie hier feststellen ist, alles, was risikobegrenzt ist, bei der die Marktrisiken nicht voll genommen werden, das hat natürlich nicht das Potenzial, mit einem steigenden Aktienmarkt mitzuhalten. Also das ist ganz klar. In dem Moment, wo Vermögenspreise stark steigen, in der Phase, wo der Aktienmarkt sich super entwickelt, kommen Sie mit sowas nie hinterher. Aber es zeigt Ihnen auch, dass die Abschwünge natürlich bedeuten, sanfter ausfallen. Das heißt, am Ende des Tages bin ich oder ist das Ziel nicht, symmetrische Renditen zu generieren, also 1 zu 1 zu gewinnen, wenn der Aktienmarkt gewinnt und 1 zu 1 zu verlieren, wenn der Aktienmarkt fällt, sondern asymmetrische Rendite-Risikoprofile zu haben, die eben sich stabiler entwickeln können als der Markt selbst. Und das haben wir Ihnen eben hier nochmal eben auch dargestellt. So sieht es aktuell aus in der Depotzusammenstellung. Man nutzt verschiedene Ansätze, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sehen oft, dass Anleger auf uns zukommen, weil sie irgendeine Strategie, irgendeinen Fonds gesehen haben, der die letzten 5 Jahre ein ganz tolles Ergebnis hatte. Den möchte man dann unbedingt kaufen. Und das ist dann leider oft der Punkt, dass die Entwicklung deswegen so gut war, weil auch die Risikoprämien oder die Risikofaktoren, die diese Anlagestrategie eingegangen ist, sich sehr, sehr positiv entwickelt haben. Die sind also auch teuer geworden. Also dementsprechend geht es hier im Verständnis darum, das nachvollziehen zu können. Und gerade bei solchen komplexeren Strategien ist es wichtig, eine Streuung zu haben, weil es wird immer so sein, dass einzelne Strategien nicht funktionieren. Es wird immer so sein, dass innerhalb einzelner Strategien Manager, die über 5 oder 10 Jahre eigentlich einen tollen Job gemacht haben, auf einmal für ein Jahr überhaupt keine Performance abliefern. Das können Sie im Nachhinein dann erklären und dann kriegen Sie auch tolle Statements, warum das so war, nutzt Ihnen als Anleger aber nichts. Und dementsprechend stellen wir schon fest, die brauchen, um auf sowas zu reagieren, irgendwo zwischen 10 und 15 von solchen Strategien im Portfolio. Und da das ein bisschen schwierig in der Umsetzung ist, haben wir das in einem Portfolio gebündelt. Das ist eine sogenannte strategische Vermögensverwaltung, heißt nichts anderes, wird ein Konto für Sie eröffnet, ein Depot. Das ist beim Bankhaus Metzler, haben wir auch schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel. Das ist die Depotstelle. Das Depot lautet auf Ihren Namen. Und dann wird ein Vermögensverwaltungsvertrag geschlossen und dann wird dieses Portfolio innerhalb dieses Rahmens strukturiert. Und das bildet eben bewusst Anlagestile ab, die sich darauf konzentrieren, nicht Marktrenditen zu verdienen, sondern die über unterschiedlichste Strategieansätze versuchen, Renditen zu generieren, die weniger vom Markt abhängig sind, als es ein Aktieninvestment tun kann oder eben ein klassisches Anleiheinvestment. Also kann ich das mit dem Dirk-Müller-Fonds vergleichen, nur dass hier über Shorten gedämpft wird und nicht wie bei Dirk-Müller über Optionen. Na, es ist, geht sogar noch weiter. Also im Gesamtverständnis ist es so, wenn man jetzt den Dirk-Müller-Fonds nimmt, dann ist ja der Dirk-Müller-Fonds ist ja in erster Linie ein Aktienfonds, der sagt, wir machen Aktien, Substanzwerte. Nach einem gewissen Qualitätsschema wählt man Aktien aus und sagt, okay, wir wollen aber nicht das volle Marktrisiko tragen. Deswegen haben wir quasi über unsere Aktien nochmal eine gewisse Absicherungsstrategie. Aber im Kern ist natürlich der Renditetreiber grundsätzlich mal die Aktienmarktkomponente. Also sprich, wenn der Aktienmarkt sich sehr positiv entwickelt, ich mache es mal ganz plastisch, unabhängig vom Dirk-Müller-Fonds, wenn Sie eine Aktienstrategie haben, die Absicherungskosten hat von 2% pro Jahr und der Aktienmarkt macht 10%, dann haben Sie eben nicht 10% verdient, sondern 8%, weil Sie haben die 2% Absicherungskosten gehabt. Wenn der Aktienmarkt dann mal wieder stark fällt, dann wirkt sich diese Versicherung aus. Sie verlieren also weniger, also müssen Sie auch in Aufschwungphasen weniger gewinnen. Also das Ganze glättet sich so ein bisschen. Ist am Ende des Tages immer noch im Kern ein Aktienmarktinvestment. Das heißt, der Rendite-Risikotreiber ist im Kern die Aktienseite. Wenn Sie einen Absolute Return-Ansatz nehmen oder Ansätze, bei denen Sie gleichzeitig darauf setzen, dass Volkswagen steigt, während BMW fällt, oder werden Sie darauf setzen, dass das Wachstum in China sich
negativ auf das Euro-Austral-Dollar-Verhältnis auswirkt und sie mischen 35 bis 40 von solchen Anlageideen in einem einzelnen Portfolio, dann haben sie einen ganz anderen Korrelationseffekt. Deswegen würde ich das schon auch ganz anders einordnen, auch in der Erwartungshaltung von einem Portfolio, wie ich es jetzt hier beschrieben habe, in so einer Multiaktivstrategie. Da würden Sie einen anderen Verlauf erwarten als in einer Aktienmarktzusammenstellung, wo Sie über Optionen ein gewisses Risiko-Overlay darstellen. Also das würde ich nicht so durcheinander werfen. Tendenziell würde ich sagen, in einem starken Aktienmarkt sollte sich das Aktienmarktprodukt besser entwickeln. In einem Fall, wo wir wirklich einen Zusammenbruch der Korrelation sehen, wo Aktien einfach abverkauft werden, egal ob die Qualität gut oder schlecht ist, würde ich erwarten, dass sich eine breitere Strategie eben stabiler präsentiert. Aber wie gesagt, unseres Erachtens ist wichtig das Thema Risikostreuung und vor allem auch muss man sich ja die Frage stellen, in einer Welt ohne Zinsen mit diesem Anlagenotstand und der möglichen Parallelverschiebung von Vermögenspreisen nach oben, stellt sich ja die Frage, wie kann ich in meinem Portfolio bzw. in meinem Gesamtvermögen überhaupt etwas umsetzen, was auch dann Geld verdient, wenn Vermögenspreise insgesamt fallen. Weil, wie gesagt, wenn wir so einen Zinsschock hätten, den momentan niemand auf dem Schirm hat, ist ja nur mal auch mal ein theoretisches Thema, dann würde ja mein Edelmetall wahrscheinlich genauso erstmal fallen, wie meine Immobilien fallen würden. Genauso auch wie meine Aktien. Also wenn Sie heute einen höheren Zins in die Kapitalmarktpreise einkalkulieren, dann kann man davon ausgehen, dass es natürlich gemeinsam nach unten geht. Also brauche ich ja irgendwas, was auch relative Preisdifferenzen ausnutzt. Und dann bin ich eben bei Strategien, die so aufgebaut sind, wie Sie es hier sehen. Und wenn ich natürlich nur auf relative Preisveränderungen gehe, dann habe ich keine Chance, so stark zu verdienen, wenn es nach oben geht, wie mit einer reinen Aktienanlage. Das ist natürlich auch klar. Von daher, ich glaube, die Kombination der verschiedenen Themen ist da der wesentliche Aspekt. Und ich glaube, was auch noch Thema ist, Sie haben es vorhin gesehen, das Thema Anleihen. Wenn wir jetzt hier nochmal, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, das ist meines Erachtens schon ein starkes Thema, das klar sein muss, dass wir heute auf der Anleihenseite mehr arbeiten müssen. Das gilt für viele Segmente. Wenn Sie sich früher mit den Kapitalmärkten beschäftigt haben, dann haben Sie das getan, weil Sie mehr verdienen wollten. Sie hatten 4% Rendite für eine sichere deutsche Bundesanleihe und wenn Sie mehr Rendite wollten, dann haben Sie sich damit beschäftigt, sind höhere Risiken eingegangen. So, heute geht es darum, Sie müssen sich mit den Kapitalmärkten beschäftigen, Sie müssen Ihre Finanzentscheidung professionalisieren, nicht damit es im Vergleich zu früher besser wird, sondern Sie müssen, Sie durch die Aktivität verhindern Sie, dass es viel, viel schlechter wird. Und da geht es zum Beispiel um das Thema Risikostreuung. Ja, also man muss heute aufgrund der geänderten steuerlichen Gesetzgebung, es gilt auch für eine Planung der Erbschaft und der Vermögensübertragung an die nächste Generation, das gilt für die Unternehmer, sie müssen heute mehr tun als vor einigen Jahren, da sich die Gesetzeslage negativer auswirkt. Und so ist bei der Kapitalanlage auch, sie müssen heute mehr tun, um das gleiche Ergebnis erzielen zu können in puncto Risikostreuung. Okay, danke. Dann noch eine Frage zum, also geht es hier um Kapitalerhalt, egal in welcher Marktsituation. Ja, Kapitalerhalt, es geht darum, vor allem andere Segmente zu nutzen. Also sprich, wenn Sie heute, machen wir ein simples Beispiel. Sie kaufen heute den S&P 500 für den amerikanischen Aktienmarkt, Sie kaufen heute den Eurostock 600 für den europäischen Aktienmarkt und Sie kaufen heute einen Aktienfonds mit aktiver Absicherung. Dann haben Sie drei Positionen in Ihrem Portfolio, aber alle drei Positionen hängen entweder 1:1 am Aktienmarkt oder mit einer verminderten Intensität am Aktienmarkt. Aber die Rendite-Risikoquelle ist in allen drei Fällen der Aktienmarkt. Also Risikostreuung eher gering. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich habe zwei reine Aktienmarktpositionen, habe dann eine Position, wo ich sage, da geht es mir darum, asymmetrische Renditen zu realisieren, weil andere Instrumente genutzt werden, dann haben Sie einen besseren Effekt auf die Risikostreuung. Und das ist, glaube ich, die ganze Thematik, die man hier berücksichtigen sollte, dass es darum geht zu sagen, okay, mir ist klar, dass ich verschiedene Risikofaktoren habe, die sich unterschiedlich auf meine Anlagen auswirken. Überlegen Sie sich immer, wie viele Euros sind in Bewegung. Also es ist ein relativ einfaches Thema, aber wenn Sie Ihre Vermögensstruktur mal aufmalen, schauen Sie doch einfach mal, wie viele Aktien haben Sie denn? Und wenn der Aktienmarkt 10% steigt, dann schauen Sie, wie viel Prozent macht Ihr Portfolio mit.
und ist das in dem Rahmen, den sie erwarten. Das ist viel, viel griffiger, als wenn sie sich darum Gedanken machen, warum der Aktienmarkt fallen könnte. Das ist einfach eine Spekulation. Ja, sie haben leider Gottes bisher keine Möglichkeit, über irgendein System rauszufinden, dass der Aktienmarkt sich morgen in Richtung X verhält, weil er gestern Richtung Y eingeschlagen hat. Sonst wäre es ja auch arg einfach. Deswegen Kapitalanlage ist das Verdienen von Risikoprämien. Und Risikoprämien sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet, weil wenn es keine Unsicherheiten gäbe, dann würde ja jeder so investieren. Und wenn jeder so investieren würde, würden die Preise so stark steigen, dass am Ende des Tages keine Risikoprämien mehr übrig bleiben würden. Genau. Leider nicht, sonst wären wir ja alle Millionäre. Das stimmt. Also wenn wir die Zukunft kennen würden, wären wir alle Millionäre. Und Sie sehen auch, das ist ein Aspekt. Es geht weniger darum zu wissen, was morgen passiert, sondern auch zu erkennen, wie sich verschiedene Zukunftserwartungen auf ihre persönliche Situation auswirken würden. Und von daher eben auch, das kann ich Ihnen ja auch nochmal kurz zeigen, einige werden es vielleicht auch gelesen haben, aber die Frage ist ja immer, was ist denn die Ausgangsbasis finanzieller Entscheidungen? Und wenn wir mal das Thema Meinung außen vor lassen, dann ist das hier ja, meine Ausgangsbasis für gute finanzielle Entscheidungen. Also dann können Sie es schon sehen. Ah, dauert ein bisschen, aber jetzt müssten Sie es gleich sehen können. Genau. Also, das hier. Wenn wir nun der Meinung sind, dass wir alle die Zukunft nicht kennen und dass wir uns auch nicht darauf verlassen möchten, dass irgendein Experte, der in der Vergangenheit die richtige Meinung vertreten hat, das heißt ja nicht, dass der in der Zukunft auch die richtige Meinung vertritt. Also wenn wir darüber uns einig sind, dass niemand von uns die Zukunft kennt, sonst wären wir ja alle Millionäre. Ich muss auch sagen, wenn ich nur einmal wüsste, zu welchem genauen Zeitpunkt ein Vermögenswert an der Börse notiert wird, wenn ich genau wüsste, wann der zu welcher Zeit welchen Preis hat, dann kann ich Ihnen versichern, dann würde ich durchaus über die Instrumente verfügen, danach nie mehr arbeiten zu müssen. Da ich das aber nicht weiß, muss ich mir klar sein, dass ich immer mit Unsicherheiten arbeite. Und wenn wir mal den neutralen Ausgangspunkt nehmen, dann sieht der für mich persönlich so aus. Und wir arbeiten ja auch so mit vielen Kunden. Und ich kann Ihnen sagen, es funktioniert sehr gut, was da die Nachvollziehbarkeit betrifft. Also auf der einen Seite, Sie haben ja entweder einen Sachwert, dann sind Sie Eigentümer, oder Sie haben Geldwert, dann sind Sie Gläubiger. Und am Ende des Tages sind auch viele Finanzprodukte, die Sie entweder kaufen oder Instrumente, die Sie an der Börse erwerben oder was Sie sich über Depots selbst zusammenstellen. Am Ende des Tages haben Sie immer eine Mischung zwischen den Sachwerten und den Geldwerten, weil es gibt ja nichts anderes. Ja? So, Sachwerte. Bin ich Eigentümer, Geldwerte bin ich Gläubiger. Und bei den Sachwerten, klar, da würde ich sagen, ich muss die streuen über die Anzahl, über die Region, über die Charakteristika, weil eine Aktie ist ein Sachwert, Gold ist ein Sachwert. Aber wir sind uns einig, das Verhalten der beiden ist unterschiedlich. Eine Aktie ist ein Sachwert, aber eine Immobilie ist auch ein Sachwert. Verhalten sich auch unterschiedlich. Also da muss man entsprechend streuen. Und für die Geldwerte gilt das Gleiche. Ich sollte unterschiedlichen Schuldner mein Geld geben. Ich sollte in unterschiedliche Währungen investieren. Ich sollte unterschiedliche Rechtsräume haben, weil ich nicht weiß, was passiert. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, habe ich 50% Geld und 50% Sachwerte. Und in beiden Töpfen tue ich das, was ich handwerklich tun kann, um ein echtes Maß an Risikostreuung zu erzielen. So, das kann ich handwerklich sauber tun. Und hier haben wir, das muss man auch sagen, seit dem Ende der 90er Jahre eine massive Verbesserung bekommen, was die Investitionsmöglichkeiten für Anleger betrifft. Sie können heute ganze Märkte kaufen, währungsgesichert für 20, 30 Basispunkte, also 0,2, 0,3%. Sie haben heute Risikomanagement-Ansätze, die kommen Sie vor 15 Jahren, konnten Sie einen Hedgefonds kaufen ab 10 Millionen Dollar. Da können Sie heute ab 100 Euro rein investieren. Also sprich, vieles ist schon auch für Anleger verfügbar, was vor 15 Jahren nicht verfügbar war. So, und dann muss ich mir die Frage stellen, okay, ja, 50-50 Geldwert, Sachwert als neutrale Ausgangsbasis. Dann ist die Frage, sind die Vermögenspreise gerade billig, sind sie momentan teuer oder sind sie preiswert? Naja, da würde ich sagen, bezogen auf die Aktien, historisch billig sind wir nicht. Da waren wir Ende 2008. Besonders teuer sind wir momentan im Anbetracht der niedrigen Zinsen auch nicht, aber preiswert, nun ja, preiswert ist auch so eine Sache, weil es letztendlich am Zins hängt. So, also ich weiß es auch nicht genau. Das heißt, auch wenn ich hier nicht genau weiß, wo ich momentan stehe, würde ich auch sagen, ich würde die Hälfte verteilen auf
Strategien, die dann partizipieren, wenn die Vermögenspreise weiter steigen. Und die andere Hälfte würde ich in etwas Flexibleres investieren, die sich auch dann stabiler halten können, wenn die Vermögenspreise eben fallen. Und aus meiner Perspektive ist das die neutrale Ausgangsbasis. Ich spreche 50% Geldwert, 50% Sachwert, die breit gestreut jeweils, wie Sie es hier dargestellt sehen, und dann noch in der Verteilung auf voller Marktpartizipation und asymmetrisch auch im Verhältnis 50-50. Und wenn Sie dann diese neutrale Ausgangsbasis nehmen, die erweitern um Ihre persönliche Vermögensstruktur, um Ihre Zielplanung und um Ihre finanzielle Risikobereitschaft, dann kommen Sie relativ gut zu einer Anlagestrategie. Und dann auf der Detailebene gilt eben zu entscheiden, was will ich aktiv umsetzen, wo will ich passive Instrumente nutzen, weil Sie können ja heute sagen, ich kaufe mir einen Fonds, der macht das Risikomanagement. Sie könnten auch sagen, ich kaufe mir einen Indexfonds und kaufe mir den Put selbst. Da muss man einfach schauen, was macht für den jeweiligen Anleger Sinn oder welche Kombination von Themen ist da entsprechend sinnvoll. Aber wie gesagt, wenn Sie sagen, die Ausführungen hier, die Sie im Bild gerade sehen, wenn Sie sagen, die ist für Sie plausibel, dann ist ja auch jede Abweichung davon ist eine Meinungsäußerung. Also wir erleben auch oft, dass Leute sagen, mit dem Geld, ich bin nicht so sicher mit der Eurozone, ich weiß nicht, was ich tun sollte, aber 100% ihres Kapitals auf dem Festgeldkonto. Da muss man sagen, naja, dann ist es ja doch schon eine massive Abweichung der Neutralposition. Und darüber muss man sich einfach mal im Klaren werden und Risikomanagement heißt eben, sich mit den Themen zu beschäftigen, bevor sie passieren, weil wenn Sie, wie gesagt, mal einen negativen Einflussfaktor haben, das kennen Sie vom Auto, ja, wenn Sie im Auto fahren und Sie haben den Airbag abgeschaltet und Sie haben, Sie schnallen sich nicht an, in dem Moment, wo Sie einem drauf fahren, können Sie mit der Zeitmaschine nicht mehr zurückfahren, Sie können den Airbag dann nicht mehr einschalten, Sie können den Gurt dann nicht mehr anlegen, sondern Sie waren eben in der Millisekunde des Aufpralls, waren Sie eben nicht richtig angeschnallt. Und abgesichert, Thema Airbag. Und das muss ich mir einfach vorher überlegen. Und wir stellen oft fest, dass dass zwischen dem, was die Meinung eines Anlegers darstellt, die er kommuniziert, und dem, was er in seiner Vermögensstruktur, in seinem Depot umsetzt, grundsätzlich eine riesen Bandbreite ist, die doch manchmal ein bisschen verwirrend ist. Genau, um nicht zu sagen, eine hundertprozentige Abweichung. Ja, genau. Die meisten weichen extrem davon ab. Und da geht ja oft noch weiter, dass viele Anleger beschäftigen sich mit irgendwelchen Details. Soll ich BMW oder soll ich Daimler kaufen? Da muss man sagen, who cares? Ja? Die finanziellen Weichenstellungen sind auf einer Ebene viel weiter oben. Ist dein erstes Gespräch kostenlos? Ja. Also auch das ist natürlich klar. Bei uns ist es so, dass es gibt grundsätzlich ein Erstgespräch, respektive ein Telefonat oder eine persönliche Online-Konferenz. Da sagen Sie, was Ihnen wichtig ist, wie Ihre persönliche Situation aussieht. Dann sagen wir, welche Themen wir sehen. Das bekommen Sie in einer kurzen schriftlichen Gesprächszusammenfassung. Das alles ist kostenfrei. In dieser Gesprächszusammenfassung ist dann noch ein Angebot für die Zusammenarbeit enthalten, was Sie entweder annehmen können, dann freuen wir uns, oder Sie nehmen es eben nicht an, dann haben Sie hoffentlich zumindest was dazugelernt, aber ein finanzielles Risiko gibt es da natürlich nicht. So, meine Damen und Herren, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich Sie alle in den Abend entlassen. Ich bin auch um 8 Uhr im Fitnessstudio zum Sport angemeldet. Also wenn Sie jetzt noch was haben, dann gerne. Ansonsten würden wir es an dieser Stelle beenden. Dann darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Toll, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben. Darf Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen, noch mehr Muckis. Genau. Ja, Sie wissen, wie es ist, ne? Wenn man zu viel rumsitzt am Schreibtisch, dann muss man schauen, dass man eben auch einen entsprechenden Ausgleich hat und dementsprechend geht es nachher nochmal eine Stunde ins CrossFit. Ne? Bisschen Sport schadet ja nichts. Also, meine Damen und Herren, wie gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut, Rückfragen gerne persönlich. Ansonsten Feedback-Bogen bekommen Sie auch immer zugeschickt. Die Konserve wird dann auch dabei sein. Schauen Sie einfach mal rein. Ansonsten einfach melden. Machen Sie es gut. Bis bald. Wiedersehen.